Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play F1 2012 und heute geht es nach Spa und ich freue mich drauf. Ich muss noch kurz Framerate wegklicken. So, jetzt sollte alles bereit sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Spa laufen wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Sauber da stärkere Probleme haben wird als auf anderen Strecken. Weil ich glaube, dass der Topspeed nicht besonders hoch ist vom Sauber jetzt. Und ja, das kann hier problematisch werden, weil hier der Topspeed wichtig ist. Und vor allem wird es regnen. Also nur hier im Training jetzt. Muss ich hier irgendwas machen? Okay, dann werde ich nur kurz Setup einstellen. Ich gehe zwei nach rechts jetzt hier. Und werde dann eine fliegende Runde drehen. Einfach um ein wenig reinzukommen. Ja, scheiß auf die fliegende Runde. Ich gehe dann morgen direkt ins Qualifying in dem Fall. Okay, nochmal Bremse. Scheiße. Wenn es jetzt schon anfängt zu regnen, dann hat es keinen wirklichen Sinn mehr rauszugehen. Dann warte ich lieber bis morgen, um Benzin zu verschwenden. Ja, der Sauber. Schon ein schönes Auto jetzt einfach. Ich mag sowieso das Aussehen von Formel 1 Autos. Ich finde jetzt die von 2012 wirklich schön, auch wenn sie diese komischen Stufennasen hatten. Ja, 1,54. Ich werde sehen, wie das läuft. Also Kobayashi war ja schon mal auf Platz 7, das ist kein schlechtes Zeichen. Und natürlich wird wieder von mir irgendwas total Hohes gefordert. Zum Beispiel jetzt Zweiter oder besser. Doch gar nicht schwierig oder so. Gut. So, erstmal auf die erste Runde gehen jetzt. Gut. Jetzt zählt's, Leute. Jetzt ist es wichtig, dass man keine großen Fehler mehr macht. Zum Beispiel nicht sowas. Ich frage mich jetzt, ob ich... Eigentlich im Qualifying ist das keine so schlimme Sache, wenn man Sofortrückblenden benutzt. Denn man kann ja eigentlich so viele Runden fahren, wie man will. Oder halt so viele, wie zeitlich möglich sind. So. Von daher hat man so viele Versuche, wie man sich nur wünschen kann. Und von daher sind Rückblenden nicht so wichtig, weil man bei einer versauten Runde auch einfach eine zweite nachlegen kann. Aber wenn ich halt trotzdem jetzt in der ersten Runde schon eine gute Zeit hinlege, ist das sehr praktisch. Und ich werde mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich mag ja Spa als Strecke eigentlich. Da weiß ich jetzt nicht, wie gut ich darin bin. Ich habe einfach mal aus Spaß, aus purem Spaß, im Champions-Modus alle Challenges gemacht. Und da fand ich die mit Raikönnen, wo man eben in Spa ist, tatsächlich eine der schwersten überhaupt. Das war eigentlich so ziemlich die schwerste überhaupt.
51. Vorher sind sie 53 gefahren und das war eine Regenzeit. Auch wenn ich jetzt nicht drauf gehen kann, dass das wirklich einen Unterschied macht bei der KI. Aber wir werden sehen. Ja, es war eine schreckliche Durchfahrt durch die Eau Rouge. Herr Hülkenberg ist schon mal langsamer als ich. Das ist ein gutes Zeichen. Und Pick ist eigentlich egal, denn Pick hat sowieso kein konkurrenzfähiges Auto. Okay. Senna ist auch langsamer als ich. Und Ricciardo. Besonders bei Senna ist das wichtig, denn Williams ist ja jetzt stärker, wo ich bei ihnen war. Ja, komm schon, Kovalainen. Ja, danke, danke. Gut. Okay, ich bin deutlich schneller. Ich geh an die Box. Läuft die Aufnahme? Ja, läuft. Okay, Alonso ist noch schneller als ich, aber es sollte reichen, von daher Session überspringen. Viertschnellste Zeit. Nicht schlecht. Und das auf harten, obwohl wahrscheinlich die anderen auch auf harten unterwegs waren. Okay, jetzt Q2. Ja, ich gehe auf Weichen raus und fliege in der Runde. Ich finde jetzt Spa ist eine der Strecken, bei denen man sich am meisten darauf daran gewöhnen muss, an die Strecke. Weil sie einfach so Eigenheiten hat, die nur schwer wirklich zu meistern sind. Die erste Kurve hier ist eine saugute Überholmöglichkeit im Rennen. Denn es gibt viele Möglichkeiten, wie man sie nehmen kann. Und viele davon sind schnell. Okay. Und hier auf wenn man halt die Eau Rouge halt verkackt und langsam durchgeht, ist man auf der Kemmel geraten, also hier auf den Geraden jetzt verloren. Dann hat man einfach viel zu wenig Speed. Und wird sofort überholt. Vor allem, wenn der hinter einem noch DRS hat. Und vielleicht sogar noch ein wenig Gas raushaut. Das Gas ist hier tatsächlich relativ schwer loszuwerden. Weil man eigentlich kaum in den unteren Gängen fährt, wo das ja am nützlichsten ist. Und da jedenfalls kaum in den unteren Gängen, wenn man dann tatsächlich auf eine Gerade zufährt. Oberhalb vom vierten Gang ist es eigentlich verschwendet. Kers, sozusagen. Das einfach viel weniger bringt als weiter unten. Ja, was hier gut ist, notfalls kann man bei Start und Ziel noch sehr viel Kers raushauen. Das Problem ist halt, dass man auf die größten zwei Geraden eigentlich zufährt aus schnellen Kurven, aus denen man eben keinen tiefen Gang hat.
Okay. 1,50, 3. Nicht schlecht. Mit dem muss man jetzt schnell durch. Ansonsten verliert man Zeit. Okay, ich bin schon mal schneller als Button, Webber und Hamilton. Das ist ein gutes Zeichen. Frage ist halt, ob die noch einen Gang zuschalten können. Okay, und Kurve. Die Kurve ist echt lästig. Wer ist auf dem sechsten Platz? Kobayashi? Okay, gut. Noch ein wenig schneller. Läuft nicht schlecht. Sogar ohne Kers zu benutzen. Also mit weniger Kers benutzt als vorhin.